Und das ist der Erregerstoff. Dann kommt hier ein Gas heraus. Ja. Und das geht mit einem größeren Schlauch in Luftfilter hinein, beim Dieselmotor. Mhm. Weil das Dieselbomben ist ja Hochdruck, 150 Atmosphären. Mhm. Die Düsen dürfen nicht tropfen, also schön zerstäuben, immer vernebeln. Und da kannst du riesige Motoren antreiben. Sagen wir 1000 PS ist nur das, das Gas erzeugt. Das brennt nicht richtig und beim Auspuff kommt nichts mehr raus. Mhm. Das ist das, Zukunft. Bisschen verbogen, ist auch wieder locker. Da muss ich länger wählen, weil das Grundgefäß ist ein Ei. Jawohl, genau. Und dass sie nicht schwingen anfängt, muss hier ein Nadellager sein. Aber wir sind bei Leuten, die mir das machen. Mhm. Da ist das Grund, das würde weitergehen. Mhm. Ich habe mir viele machen lassen, aber die sind, jede hat eine andere Größe. Mhm. Da kommt eine Gummidichtung. Mhm. Und das läuft eben der Motor mit 8,5 Volt. Mhm. Also geht mit die 12 Volt im Auto. Ja, ja. Und da brauchst du zum Starten, wenn alles stimmt und der Motor, du kannst laufen lassen, ein riesiger Dieselmotor, ein Standdieselmotor, eine große Werke, die langsam laufen lassen. Und du kannst einen Generator und kannst alles elektrisch heizen, weißt du, lauter Gratis-Energien. Mhm. Wir brauchen keine Hochspannung, nichts richtig mehr. So, aber da verdienen die Leute ja kein Geld mehr damit, ne? Und natürlich, da habe ich noch solche Membranen. Ich hab, und die sind aber schon in Bayern draußen, habe ich einen Feinmechaniker, der macht da schon, der ist zugänglich. Mhm. Aber wir haben alle kein Geld. Was kostet denn so eine Platte machen zu lassen, Fritz? Ja, die Platten habe ich noch zum Glück, aber die sind schon, ich habe alles früher händisch gemacht, ja. Jetzt haben wir schon, also Kleinst-Oberfräsen. Und die habe ich zugelötet, dass ich doppelt, also es braucht nur Kupfer sein, nicht vergoldet und nicht versilbert. Mhm. Und eben, aber die Welle durchbohrt, wo das Gas hinein kann. Und das wieder, die kriege ich auch, aber jetzt gehe ich auf die Märkte auch, gibt es alle Größen. Mhm. Und wenn das hineinpasst, kleines Loch, Nadellager und natürlich immer Ei, Richtung Eigefäß. Mhm. Da sind alle Elektronen mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs. Das ist alles. Herrlich. Natürlich habe ich noch diese Rohre da, ja, aber die habe ich drinnen auch. Weil drin und hier die aufgeschnittene Nautilus-Muschel. Wo haben wir sie? Hier ist sie. Ja, ja, ah ja. Genau, da hinten. Aber ich gehe mal da, weil die Leute können sie einfach nicht umdenken. Ja, man muss es ja auch mal umdenken. Diese fertigen Rohre, die würden schon 2000 Euro kosten, aber auch lieber sind alle ganz.